kann ich unendlich weit nach unten graben, wie ich will. Hier passiert nichts mehr. Oh, ich habe auch nur noch zwei Fackeln, dann sehe ich nichts mehr. Und ich will den Bogen dann auch nicht überspannen. Ja, was, ich bin gerade so ein bisschen abgelenkt. Was will ich denn noch Let's Playen? Super Smash Brothers von 3DS will ich auch machen. Da will ich noch ein paar Leute fragen, ob die mit mir zusammen... What the fuck? What the... Okay. 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 Habe ich noch irgendwas zum Graben jetzt? Nee, gut. Das heißt, ich muss jetzt eh wieder hoch. Okay. Merken, hier unten sind Diamanten. Ich wollte Eisen und finde Diamanten. Das ist auch nice. Wie viel Eisen habe ich jetzt gefunden? 6 Stück. Und finde einfach mal Dias. Okay, klasse. Warum nicht? Ich werde wiederkommen. Ich habe jetzt genug Eisen, um mir eine Eisenspitzhacke zu machen, um auch die abzubauen. Das werde ich dann vielleicht auch möglichst zeitnah mal tun. Habe ich ein Schwert dabei? Ja, gut. Weil ich weiß nicht, ob gerade draußen Nacht oder Tag ist. Tag oder Nacht. Oh Gott, wo muss ich denn lang? Hier, hä? Von da komme ich. Ja. Da muss ich mir erstmal eine Treppe hier bauen. So? Klappt das? Ja, es klappt. Sehr schön. Und mich jetzt auch direkt mal, ja, mit dem Schwert bewaffnen. Man kann nie wissen, was jetzt hier noch kommt. Oh Gott, was ist denn? Hier lang muss ich, oder? Ja, es ist Nacht, wie ich es mir denken konnte. Oh Gott, ich habe schon fast ein bisschen Angst rauszugehen. Ich schwimme einfach mal raus. Damit ich hier ein bisschen Überblick habe. Weil nachts ist Minecraft dann wirklich die Hölle. Ich habe das Gefühl, auch ich spiele irgendwie auf schwer. Ich weiß auch nicht. Okay, jetzt muss ich irgendwie mit dem Eisen einigermaßen unversehrt nach Hause kommen. Das klingt jetzt ein wenig übertrieben in euren Augen vielleicht, aber es klingt in euren Augen. Es hört sich vielleicht für eure Ohren etwas übertrieben an, aber ihr wisst ja, wie oft ich schon verreckt bin. Und da kann man, denke ich mal, nicht vorsichtig genug sein. Noch sehe ich keine Gegner. Also noch ist es relativ friedlich. Ich frage mich, wo die gespawnt sind. Das Schlimme ist auch, dass ich halt auch ungern nachts wach bin, weil das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Die Gegner spawnen nur, wenn du auch wach bist nachts. Wenn du früh genug schlafen gehst, erscheinen sie nicht erst. Und der Punkt ist halt, dass zum Beispiel Creeper oder Sonnenlicht nicht sterben. Ihr wisst, was das bedeutet. Das heißt, sie werden auch so jetzt tagsüber potenziell... Wow, das ist ein Zombie. Das heißt, sie werden auch so potenziell tagsüber rumlaufen. Ich weiß nicht, sieht er mich? Ja, hä? Das sieht mich. Ja, ich ignoriere den jetzt einfach mal. Und springe jetzt hier hoch. Und hoffe, dass ich dann nicht... Oder ich töte ihn besser. Ich töte ihn, glaube ich, besser. Komm mal her. Oh Gott, ist das finster. Na komm. Wenn ich es aber zwischenhöre, dann ist es vorbei, ne? Dann habe ich keinen Bock mehr. Oh, Zombie, du bist voll LW. So. Blut einsammeln. Was irgendwie nicht viel war. Okay, mir egal. So. Jetzt halt eben hoffen, dass da mir jetzt nichts Grünes entgegenkommt. Oh. Das ist zu viel Spannung für mich auf einmal gerade, glaube ich. Okay. Gut. Okay, das sind ein paar Skelette und Zombies. Den weiche ich jetzt einfach mal aus, indem ich schon vorbeilaufe. Ich denke mal, wenn ich dann jetzt hier so ein kleines Dorf mache, werde ich das komplett beleuchten. Dass hier und ganz viele dann Hunde und Ocelots und so hinsetzen, dass hier ja nichts passiert. Schade, dass ich gerade nicht sprinten kann, sonst würde ich sofort nach Hause rennen, aber das geht gerade leider nicht. Aber ich sehe ja schon die Tür. Oh Gott, da ist ein Creeper. Nicht von links und rechts gucken, einfach rein und schnell zu. Oh, ab ins Bett. Okay. Ich muss trotzdem jetzt aufpassen vor den ganzen Creepern, die jetzt noch draußen rumrennen. Aber erstmal, Chicken kann man dann essen. Und das Eisen schmelzen auf jeden Fall, damit ich mir die Eisenspitzhacke machen kann. Und damit dann an die Dias rankomme. Darauf freue ich mich schon sehr. Also das war jetzt wirklich ein
es war schon fast unverschämt, wie viel Glück ich da hatte. So, das ganze Holz brauche ich jetzt eigentlich erstmal auch nicht. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich hier ein bisschen Platz mache. Ach, so viel. Oh, das ist alles so viel. Ja, ich höre das dazu. Ne, jetzt kann man das stacken. Komm, nehme ich das mal so. Irgendwie, keine Ahnung. Oak Saplings, auch nicht schlecht. Okay. Mache ich mir auf jeden Fall noch mal ein paar Stickies. Ich brauche dringend Stickies. So, und was mache ich mir noch? Erstmal mache ich mir nichts. Wenn ich was brauche, gehe ich einfach zurück. Das ist, glaube ich, das Beste. Und hier, wie weit seid ihr? Okay, da ist schon fast fertig. Dann kann ich machen, glaube ich, auch gleich die Eisenspitzaxt machen. Die Eisenspitzhacke, meine ich. Und auch direkt den Diamanten dann holen. So. Ich hoffe, jetzt sind viele Diamanten und gute Diamanten und liebe Diamanten. Die nettesten Diamanten der Welt am besten. Mal gucken. Aber gehe ich am besten gleich nochmal runter. In der Hoffnung, dass da nochmal hier oder da mal was Gutes für mich abfällt. Weil das war jetzt eigentlich relativ rentabel. Denke ich mir mal so. Ich weiß ja nicht, wie ihr darüber jetzt denkt. Hier ist schon noch ein, zwei Spitz. Vielleicht auch nochmal drei. Okay, vielleicht noch eine Schaufel. Das müsste eigentlich auch schon reichen, ne? Genug Stickies, so. Und dann gehen wir da einfach nochmal runter auf Abenteuertour. Nehme ich aber jetzt das hier zum Beispiel nicht mit und das hier auch nicht. Hätte eben auch nicht zu wertvolles Zeug. Und ich brauche, glaube ich, eine zweite Kiste. Und das hier nehme ich auf jeden Fall auch nicht mit. So. Ich brauche dringend eine zweite Kiste, sehe ich schon. Dann mache ich mir mal noch eine. Moment. So. Ah, damit zu viel Platz. Schon besser. So. Mal kurz kratzen. Und los geht's. Ich glaube, das Ende des Scheiß wird reichen. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier zu viele Creeper unterwegs sind. Ich muss halt eben mal gucken. Ich meine, von einen gesehen zu haben. Ich weiß aber nicht, wo er hin ist. Ich weiß nicht. Ich muss mir dringend dafür irgendwie mal Katzen besorgen oder sowas. Okay. Dann geh da rein zu den anderen. Och, please. Nein. Och, ihr seid doch alle scheiße zu mir. Eier, 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 Eier. Hat nicht wirklich viel gebracht. So. Weg. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Los. Muss ich dich töten? Geh doch mal weg. Was macht denn ihr? Jetzt bist du tot. Bist du aber dran schuld. Und du? Du? Ja, bist du auch tot. Das ist alles eure Schuld. Ich kann da nichts dafür. So. Okay, das verstaue ich doch mal lieber kurz. Oh, so viel Aufregung mit den dummen Hühnern. So, wenn... Ach, ich weiß gar nicht, ich glaube dann, wenn sie dann Seeds-Troppen macht, Troppen vor allem, wenn ich dann mehr Seeds habe, macht es vielleicht auch, ergibt es vielleicht auch mehr Sinn, wenn ich sie dann einfach dann mit den Körnern züchten würde, weil ich glaube, das bringt auch mehr Nahrung. Oh, ein Ei. Das kann ich ja von oben noch schnell reinwerfen. Und dann gucken wir dann nochmal rein und kümmern uns auf jeden Fall um die Dias. Wobei, die will ich grabe erstmal noch ein bisschen weiter. Ich lasse die Dias dann erstmal noch dort. Weil es kann ja sein, dass da noch krasserer Shit ist. Und wenn ich dann... Plus 3 Attack Damage. Plus 5... Achso, da steht jetzt dabei. Also eine Axt bringt jetzt zum Beispiel... Interessant. Cool, das wusste ich gar nicht, dass es das jetzt dabei steht. Oh, hier wäre ich fast reingeflogen letzte Nacht. Das muss ich auch nochmal irgendwie zubauen. So. Die ganzen Löcher hier. So. Muss man wirklich aufpassen. Okay. Gut. Bewaffne ich mich mal wieder mit einer Pickaxe und hoffe, dass jetzt wieder was Gutes passiert. Ja, ich sollte wirklich langsam mal das Haus bauen, aber irgendwie ist es gerade für mich ein wenig reizvoller, da meinen Entdeckerdrang ein wenig auszuleben. Sofern das alles momentan noch ziemlich chillig aussieht. Es kann sein, dass jetzt gleich irgendwas kommt und mich wegballert. Das, wie jetzt irgendwie immer passiert bei Minecraft. Aber mal gucken.
Oh, was erstmal den ganzen Weg runter. So, und jetzt hier. Zack, 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 zack. Oh, hoffentlich finde ich nochmal ein bisschen Eisen. Das wäre das wirklich das Beste. Dann könnte ich wirklich ideal bauen. Das war so geil. So, wie sind jetzt die Dias? Hier kann ich ja mal so ein bisschen. Ich muss sie. Oh, oh mein Gott, das sind noch mehr Dias. Oh! Okay, es sind auf jeden Fall schon mal 4 Blöcke. Willst du mich verarschen? Ja, Diamantenblöcke. Heidewitzka. Oh mein Gott. Ich gucke nochmal, ob hier irgendwie drumherum noch irgendwas ist. Ich glaube, 4 ist eine Menge. Oh Gott. 4 Dias. Einfach so gefunden. Richtig geil. Also, es müsste reichen. Wir sind sonst keine mehr. Okay. Okay, Dias. Einfach so. Klasse. Das sind noch Dias. Oder nicht, dass das jetzt hier einfach Smaragde sind oder so. Und ich freue mich hier gerade. Ich meine, Smaragde sind jetzt auch nicht schlecht, aber Dias. Mensch. So, ich brauche doch dringend ein bisschen Licht. So. Ja, ich schmeiß erstmal alles durch die Gegend, Susan. Genau. Oh, bitte sei hier unten noch irgendwas Cooles. Nochmal Dias. Oder was weiß ich, irgendwas. Und gleich verliere ich wieder Leben, weil meine Nahrungsanzeige ziemlich leer ist. Ich sehe mich jetzt schon hier bis zum Bedrock. Ist das Bedrock? Das ist Bedrock, oder? Gott. Ach nee! Das ist Redstone. Okay. Das ist Redstone. Was bist du? Ich weiß nicht, was du bist. Ach, das ist aber Bedrock. Und Redstone. Nice. Okay, jetzt sind wir ganz unten. Super. Und passiert jetzt hier noch irgendwas? Man weiß es nicht. Ich kann jetzt höchstens ein bisschen rumgraben und hoffen, dass noch was passiert, aber... Naja. Immerhin, ich habe mich ziemlich weit geschlagen. Oh. Du bist geil, dass man hier unten was baut. Ich freue mich gerade total. Ja, okay, das war's. Hier ist nichts mehr. Ich kann höchstens hier noch so ein bisschen seitwärts graben und hoffen, dass ich hier noch irgendwo Dias finde. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht für ein Let's Play sehr sinnvoll. Deswegen nehme ich jetzt einfach mit. Oh, wie die leuchten. Hä? 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 Ach, da hinten. Ach, schade schon. Ich hätte ja nichts gedroppt. So, wie viel sind das jetzt? 4 Stück. Oh, 4 Diamanten. Oh, ja. Diamanten! Noch, und das war eben schon ganz am Anfang. So, jetzt kann ich ja noch den Bedrock mitnehmen. Den Bedrock, genau. Den Redstone, meine ich. So, das muss es gewesen sein. Ja, super. Einerseits natürlich... Oh, da ist noch welcher. So. Einerseits natürlich ist es auch schade, weil ich hatte irgendwie die Hoffnung, mehr zu finden. Irgendwie eine Höhle oder so. Aber wir wissen ja, was passiert, wenn ich Höhlen finde. Das ist keine gute Idee. Daher bin ich mit dieser Option eigentlich ziemlich zufrieden. Oh, das habe ich mich gerade erschrocken. Schör was. Ich nehme mal lieber die, damit geht's schneller. Hier sind irgendwo Monster, das heißt, hier ist irgendwo eine Höhle. Ich möchte aber jetzt nur die Höhle finden, nicht reingehen, weil ich erstmal die Diamanten dann absichern will. Ja, ich weiß, ich will ja leben, ich hab's verstanden. Hab ich irgendwas zu essen dabei? Nee, natürlich nicht. Aber mir ist es erstmal wichtig, jetzt auch die Höhle zu finden. Damit wir dann können wir dann vielleicht gleich beim nächsten Mal dann hin, weil das ist auch nichts. Ist da was? Nee. Weil das ist jetzt auch etwas, was jetzt nicht allzu weit von meinem Haus weg ist und was ich auch schnell wiederfinden kann. Versteht ihr? So. Mit der Eisenspitzhacke geht es auch relativ schnell, das hier alles wegzuhauen. Ich glaube, ich gehe wieder weg, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Hm. Ich höre es aber auch nicht links oder rechts. Ich höre es undefiniert.
Warte mal. Schreit mal. Okay, es kommt von hier. Jetzt kommt es von da. Also irgendwie hier so. Ich weiß nicht, hier vielleicht so ein bisschen weiter unten? Ich weiß es nicht. Vielleicht hier, wo der Sand ist auch. Das würde vielleicht auch ein bisschen Sinn ergeben. Ich will das jetzt finden. Hallo, Leute. Ich höre euch, aber ich sehe euch nicht. Wo seid ihr denn? Hallo? Ich will so gern euer Freund sein. Das ist wichtig, Leute. Tut mir leid, da müsst ihr jetzt mit durch. Ich will diese Höhle finden. Oh, ist wieder weiter weg. Scheiße. Wo ist denn die Höhle? Vielleicht hier? Macht einen Sound! Doch, hier irgendwo war das. Das muss auch ganz nah sein, weil ich höre total viel. Oh, ich will das jetzt finden. Hallo? Oh Mann. Warum kommt keine neue Musik mehr? Ich bin gerade angenervt. Sorry. Ich muss mich ein bisschen... Die Musik passt auch wieder super dazu. Tut mir leid, wenn ich gerade so ruhig bin, weil ich muss mich auch wirklich extrem auf meine Ohren jetzt konzentrieren. Oh Gott. Das ist ein bisschen spannend. Für euch vielleicht jetzt gerade nicht so. Aber ich glaube, ich werde das vielleicht auch ausschneiden.